Hey, willkommen zu dieser etwas längeren Folge von Gartic Phone. Wir haben einen weiteren neuen Modus ausprobiert, nämlich den Story-Modus. Mit dabei sind Raichen, Hanna, King of Ender und Domi, so wie meine Wenigkeit. Kommen wir zurück zu dem Modus. Der Story-Modus ist nicht wirklich kompliziert, den kann ich sehr, sehr schnell erklären. Einer fängt an mit einer Geschichte, zum Beispiel fange ich mit dem Satz an, Domi geht nachts spazieren. Dann schickt er das ab und dann muss der Nächste den Satz weiter fortführen. Heißt, dann bekommt King of Ender zum Beispiel den Satz, dann schreibt er, okay, Domi geht nachts spazieren, schreibt er hin, mit einem Hund. Ja, gut. Dann ist der Nächste dran, sagen wir, Hanna ist dann dran. Aber Hanna sieht dann bloß den Satz, mit einem Hund. Das heißt, den ersten Satz, dass Domi nachts spazieren geht, sieht sie nicht mehr. Sie sieht nur den Satz von King of Ender, dann schreibt sie hin, während er von einem Ball getroffen wird. Dann ist Raichen zum Beispiel dran und schreibt dann, den Geist, die losgeschossen hat. Bis wir alle fünf halt dran waren und dann entsteht eine große Geschichte. So wie das, was ich gerade erfunden habe, wird es auch sein. Es wird richtig chaotisch, richtig bescheuert. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Folge. Schaut bei den anderen gern vorbei und auf bald. Okay, beginne eine Geschichte zu schreiben. Also wir wissen alle nicht, wie es geht. Also egal, was passiert, falsch läuft, das ist nicht schlimm. Okay. Ich schätze mal, dass ich sie so richtig verstehe. Heißt, ich schreibe was vor. Ich mache jetzt halt mal so. Ich habe jetzt einen Satz geschrieben, der am Ende noch so eine Lücke hat. Zum Beispiel, ich gehe nachts wandern, weil, Punkt, Punkt, Punkt. Ich glaube, dann wird ein Bild gezeichnet und das Weil musst du dann zeichnen. Glaube ich, weiß aber nicht. Kann ich mir jetzt vorstellen. Ich habe keinen Vetter. Ja, das passt bestimmt so. Ich habe es auch nur gemacht. Wir werden eigentlich den Satz geschrieben, aber. Achso, ja. Geist, man muss den hier weiß ich ja nicht, hallo, ich weiß es auch nicht. Nein, ich hole dir nicht fertig, Scheiße. Nee, das muss weiter schreiben. Ah, okay. Ja. Okay. Okay. Ja, ich habe es einfach weitergemacht, also jetzt nichts Spektakuläres tatsächlich. Oh nee, komm, ich mach's spektakulär. Das passt bestimmt so. Ja, ja. Ja, klar. Ja, ja. Du bist einmal. Ja, ja. Ich hoffe, einer. Warte, darf ich dich was fragen? Was hast du heute, ja, heute Nacht noch vor? Videos schneiden. Ich glaube, da hat jemand. Ja, passt. Jetzt hat sich fertig. Nee, ganz fertig. Weiß ich nicht, ob das so wichtig ist. Wir können auch unsere Ideen auch weiter fortsetzen. Also, ich glaube, man kann auch sogar den Satz fertig schreiben oder nicht fertig schreiben. Aber, naja, ich mache halt immer so, dass ich einen Satz schreibe, dann komme und dann halt noch irgendwie für den nächsten vorbereite. Ja, ich habe zwar den Satz nicht verstanden, weil ich gemutet war, aber ja. Okay. Alter. Ja, das ist eine tolle Geschichte. Okay. Oh ja. Also die Geschichte, die ich jetzt hier, glaube ich, schon sehe, ist von einer wahren Begebenheit entstanden. Aha. Ich glaub, alle Storys sind sogar von einer wahren Begebenheit letztendlich entstanden. Scheiße. Also ich habe ich hab super galaktisch schon gelesen, also glaube ich nicht, dass das real ist. Doch, das ist real. oh, das sitzt irgendwie hart. Oh mein Gott. Ja, wird schon passen. Bestimmt richtig freundlich, alle hier. Mann, ich bin immer den Leuten am beleidigen, wenn ich hier den Satz vervollständige. Das ging mir aber genauso. So. Keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung, Alter. Ja, ich. Das war, oh mein so Gott. Das Schöne ist, beim letzten ging es bei mir um zwei Leute und ich hatte nur einen Namen. Super. Oh. Okay, Manuel, okay. Das wird so ein Reinfall. Also, jetzt habe ich das. Okay, jetzt. Ich dachte, die zeichnen vielleicht das jetzt auch noch, aber das wäre irgendwie anscheinend langweilig. Okay. Ich habe angefangen mit dem Satz. Es war einmal ein weinender Domi, der.
Oh nein, warum müssen wir noch heulen? Ja, wir werden jetzt herausfinden. Keine coolen Kekse mehr hatte, der Geist war aber auch als wahre Begebenheit bisher. Dummy holte sein Messer und war böse. Alter, Junge, das waren nur coole Kekse, spannende Lage, ja? Weil ende ihm die Kekse. Nein, mit den Kekse! Weil ende ihm die Kekse? Aus der Hand haute und ihm eine Backpfeife gab. Warte, was? Okay, es war mein weiner Dummy, der keine coolen Kekse mehr hatte, da Geist sie alle auffraß. Okay, aufaß. Dom möchte sein Messer und war böse, weil Ender ihm die Kekse aus der Hand haute und mir eine Backpfeife gab. Aber ich habe sie doch aufgegessen. Ich habe Ender eine Backpfeife gegeben. Einfach so random. Super. Na gut, er hat sie in die Hand geschlagen. Nee, warte mal. Warte, du hast ihm seine Kekse aufgegessen. Aber er hatte noch ein paar in der Hand, da habe ich sie aus der Hand geschlagen. Und er hat mit einem Messer mit einer Backpfeife gegeben. Ja, du hast das überlebt, willst du mir damit sagen, ja? Ich wahre Begebenheit, Leute. Wahre Messer, Begebenheit. Alter. Er hat so, als wäre es gestern gewesen. So gut erinnere ich mich. Ich stich alle ab. Okay, Rachel, was hast du? Nur eine Backpfeife. Ja, ich gehe in die, aber ich bin nicht fett. Domi geht alleine in die. Ja, ist okay. Wo geht denn Domi alleine hin? Ist doch alles super. Küche und macht sich. Ja, was macht er sich in der Küche? Pizza belegt mit coolen Keksen. Du machst ja eine tiefgekühlte Pizza belegt mit coolen Keksen. Ja, ja. Aber ja, tust du sie auch irgendwie aufwärmen oder? Ne, also ich war, ob ich was aufwärme. Die eine sehr leckere Schokofüllung hatten. Ja, ich muss jetzt zu meiner Verteidigung sagen, ich habe nicht gewusst, was ich hinschreiben soll. Also fragt mich. So wie eine geile Usch. Ich weiß nicht. Ich wollte irgendwie Marmeladenfüllung noch schreiben, aber das wäre komisch gewesen. Dann war die Zeit um. Ich wollte Uschi schreiben. Ich weiß nicht warum. Mir ist der Name Uschi eingefallen. Ich. Richtig tolle Geschichte. So wie eine geile Usch. Ich hatte keine Zeit mehr, das war so schnell vorbei. Ja, ist ja cool. Und dann twitterte Voldemort und dann war Ende. Tschüss. Ja, ist ja so. Ich kenne auch so einen Scheißbücher. Okay, Hanna, ja, wie fängt deine tolle Geschichte an? Das war einmal der coole Dummy mit seinem bestigsten Geisti. Bestigsten Geisti. Ja, ja. Bisher alles nach einer wahren Begebenheit. Und beide gingen in ein supergalaktisches Abenteuer mit Rück. Mit Rück. Mit Rück, Junge. Das hat nicht hingepasst. Raichu, sein kleiner Bruder, Rück. N und bekämpften ein. Jo, du hast mich so verwirrt mit dem N und bekämpften ein, Junge. Was soll ich denn darauf? Na gut, ich bin aber intelligent. Ich wusste genau, was du von mir meinst. Kleines Mädchen. Welches? Alter, oh, scheiße, bekämpften ein kleines Mädchen. What the? Junge, das ist zu viel. Das ist zu weit. Alter, das ist zu viel, right? Holy. Junge. Ich hab's ja ohne falsch im Springen zu springen so, oder so. Es hat so schön angefangen. Es hat so gut angefangen. Genau. Ein super galaktisches Abenteuer mit Rachels kleinen Bruder. Und dann, Alter. Nee, wir gehen einfach weiter. Boah, das ist. Das haben wir auch die Steilvorlage gegeben. Tommy, raus mit dir. Es war einmal. Schon wieder. Es war einmal ein Geist, der herumspuckte, ja? Er spuckte es einfach um die Gegend. Ach, spuckte! Ich komme nicht mehr raus! Dann sah er einen ängstlichen Ender. Und verprügelte ihn. Tommy, warum? Wenn es zu dir kommt, geht's auf einmal zum Prügeln los. Ja, da ist doch normal. Polizei. Oh, da kam die Polizei, Junge. Boah. Wie wollen die mich überfassen? Ich bin nicht fassbar. Ja, was ist denn das? Drei Dummies mit dem Kontra. Ach, Hanna. Oh, shit. Das ist geil. Aber Rapperin geworden. Das ist so, das ist schön. Okay, also, das ergibt gar keinen Sinn, aber es ist einfach schön. Was ist das? Ich kann diesen Satz nur singend hören und lesen. Ja, es ist wirklich so, ne? Es ist halt wirklich so. Ich finde es so schön. Erst spuckt Geister durch den Gegend, dann sieht er mich. Dann verprügelt er mich. Und dann kommt und dann sind noch einmal drei Dummies mit dem Kontrabass. Vor allem die Vorstellung, du weinst das. Ne, du sitzt da so in der Ecke und ich schlage erstmal richtig rein. So. Dann kommt die Polizei. Und ich hab einmal drei von mir selber und ich bin Kontrabass, ja, war nichts passiert. Ja, ist so super, okay. Ich glaube, ich spawn auch einfach erst mal in der Geschichte. Genau. Und Hannah essen saftige Babys. Ja, Alter. Ja, okay. Ja, Alter. Wieder eine wahre Begebenheit bisher. Natürlich. So als wäre es gestern gewesen. Dummy wollte ein Esel. Ah. Okay, das ist ein Esel. Dann wieder runterschlucken, doch dann.
Oh ja. Mein Gott. Ja. Was ist denn da passiert? Verschluckte er sich daran und ging auf Ende musste ihn retten. Du hast dich an dem ganzen Esel verschluckt, Junge. Alter. Ich gönn's dir, wie ich und so rettete Ender Dummy. Oh, Alter, ich dachte jetzt wirklich, dieser Anfang wird die mega schlechteste Story überhaupt, aber die ist ja insane, Alter. Einfach Leben gerettet hier. Junge, ja, ja. Ja, ihr esst jetzt Babys, weil du nicht. Ich weiß nicht, warum ich und Hannah Saftige Babys essen wollten und Domi sich den ganzen Esel runterschlucken wollte. Ich auch nicht, musst du mir sagen. Aber ich weiß nicht, was damals passiert ist. Das waren schlimme Zeiten. Okay. Ja. Ich will noch eine Runde machen. Ich fand es gut. Aber sehr kurz. Ja. Okay. Domi, also eine bitte, diesmal, ich will niemanden verprügeln, ja. Okay, reichen, du verprügelst jetzt jemanden. Ja. Ja, okay. Ich kann nicht mehr. Oh ja, perfekt. Digga. Oh, der Lachfleisch, das ist ja 100 sagt. Hurry. Ah, ich bin schon wieder zu langsam. Ich hab das Zeichen nämlich erreicht. Ja, okay. Dann müssen wir anders weitermachen. So, Punkt. Das reicht. Achso, noch einmal einen Satz. Und alle anderen so, Ende, 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 Ende. Es, Alter, warten! Alle richtig konzentriert am Thema schreiben. Ja, ja. Nee, ich war gemutet. Mach das auch. Warum ich? Okay, ich muss Tommy seine Idee klauen. Oh nein. Jetzt passt da rein. Okay, doch, passt. Cool, am Ende nochmal 5-mal gemutet. Ja, es tut mir leid, ich muss den Satz beenden. Jetzt muss irgendjemand anders noch was anderes dazu finden. Die Vergangenheit von Essen ist doch Aas, oder? Ja, Aas. Ja, mit Buchstaben. Ich glaube, Schafen ist. Sieht so komisch aus. So wie du was? Was? Nix? Ja, was? Ich weiß nicht mal, wie man schreibt. Ja, ich kann es halt nicht fortsetzen. Bob liest zwischen und immer mal wieder ein Buchstaben. Da kommt noch eine Runde! Ja. Oha. Was soll ich denn da noch ansetzen? Wenn man das nochmal müsste, wäre ja genial. Ja, ich hab Sätze echt blöd jetzt beendet immer. Das tut mir echt ein bisschen leid. Aber ich wusste auch nicht, wie ich das weitermachen soll. Ja, passt. Ich weiß nicht, ob das Wort jetzt richtig geschrieben ist. Oh, aber, fuck, weiß nicht, was Chance hat. Daher. Ich glaub so. Ey, das ist das beste Ende einer Geschichte. Punkt. Das ist, glaube ich, echt einfach so Ende. Keine Punkt. Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Soll ich es automatisch mal machen, dass es direkt ineinander kommt, oder soll ich es wieder selber anklicken? Ich wollte euch fragen, weil ich glaube, automatisch wäre auch mal lustig, weil dann kann ich es ja nicht aufhören. Ja, mach mal automatisch. Okay. Ja. Hannah fängt an mit der. Oh ja, da fehlt das Komma, Entschuldigung. Von einer Burg stürzt. Ja, ja. Ah, ja. Ja, okay, ja. Und in den Dornbusch fiel. Oh, okay. Oh, okay, ich weiß nicht, wie er dann noch in den Dornbusch fallen kann, aber... war mit coolen Keksen, der ihr alle auf Aas. Oh nein! Verseucht. Oh nein! Das wäre ja ein perfektes Ende gegen Winner. Ist noch Plot-Twist. Ja, wirklich, ja, eigentlich schon, ja.
Hanna hat dich einfach nicht gefangen, die ist einfach backgesteppt. Wie kannst du das denn überhaupt im Leben haben? Ja. Eine Burg vor allem. Dann sagst du, ja geil, ich bin wenigstens in Keksen gelandet, aber jetzt pass auf, ich. Dann denkst du, ja geil, endlich Leben gerettet, so, Junge, so. Und dann so irgendwann versucht. Okay. In das Tierheim, da er oh nein, Füßen Hanna. Oh nein. Er wollte doch es bisschen in den Arm. Ah. Und dann ins Bein, weil es so lecker aussah. Doch dann verwandelte er sich in ein riesiges Monster mit Superkräften. Eine wahre Begebenheit, als wäre es gestern gewesen, Leute. Das, Was? Ich glaube, wir machen gerade Drehbücher für die nächsten Kurzfilme, oder? Also, ja. Dom, ich wusste nicht, dass du im Tierheim wohnst. Und dann mich weißt die ganze Zeit, was bist du für ein... Vor allem Domi, naja, der Reitschen wehrt sich auch nicht, wenn so ein Domi in den Arm und Bein einfach reinbeißt, das juckt ihn einfach nicht. Ich bekomme bewaffnet ihn. Warum eigentlich bewaffnet, Alter? Der muss ja stehen. So. Das ist nicht immer so eine schlechte Story eigentlich, ja gut. Ja. Ja, okay. Ja. Es war einmal ein Bademeister namens King of Ender in Mitten. Okay, oh, ja. Nee. Eine Stadt, doch er war. Okay, ja. Was war er denn? Ja. Betrunken und sah einen kleinen Geist, wie den er mit voller Wut oh, Junge, warum? Aus der Terrasse wirft. mit allen Seelen hinterher. Er wirft so einen Geist weg. So komm her, es hat eigentlich fast es hat nichts mit Hannas ersten Satz zu tun, irgendwie. Nein! Das Kumpel, der Bademeister juckt gar keinen. Er ist einfach betrunken in der Stadt und schmeißt mich von der Terrasse einfach. Ja, und ein Bär. Und ein Bär, ja. Aber wichtig, dass er Bademeister ist. Das ist wirklich sehr wichtig. Ja. Es war einmal ein Kind, welches geboren wurde. Nein. Oh, krass. Aber dann in einen Wunschbrunnen fiel und eine Vieh erschaf. Oh, mal. Das ist aber das erste Mal. Richtig verprügelt und ausschlafen. Oh, Gott. Ging und dann zu seiner Mutter. Das war jetzt schon seine Vorgeschichte. Ich wusste nichts mehr. Es ist einfach Reich und das kleine Kind. Ich wollte halt sogar noch dahinter schreiben, mit einer Mütze oder so, aber das Zeichen mit Fahrrad. Eigentlich, die ersten zwei sind richtig so schön. Ein kleines Kind wurde geboren, fiel in den Wunsch und eine Fee erschien, die ihn dann feurig verprügelte und auslachte. So alt. Geil. So von einfach von den Brüder Grimm-Geschichte kommt einfach kreist sie und verprügelt wieder alle. Oh, das ist schön. Ja. Oh, ich finde das wundervoll. Oh, das ist eine gute Geschichte gewesen. Okay, letzte. Weiß nur, wird die Fee jemanden oder wird die verprügelt? Aber dann kommt Hanna. Oh nein. Und sticht von ab. So, wie sieht das und? Sticht das auch. Rechtlich an Ende. Okay. Achso. Mit einer super mega krassen Mega-Waffe. Ah, ein Fortner, Junge. Das ist wichtig. Machte sich eine super mega Schoko-Waffe und gewann. Was zum Teufel? Diese Geschichte ergibt sehr, sehr viel Sinn. Mann, ey. Oh, okay. Ich geh mal ganz kurz in Fortnite. Ich denke mir mal einen mega krassen Waffe in Fortnite, die ich durch super mega Schokowaffeln gemacht habe. Und gewonnen. Ja. Du hast aber Hanna abgestochen. Nee, warte, hä? Nee, Hanna hat mich abgestochen. Und ich habe mich einfach, weil ich es kann, aber so an Ender gerollt. Du hast sie einfach so an Ender gerollt. Einfach so. Aber so, ich kann's ja. Oh, das fand ich gut. Ah, ist das geil. Ist das geil. Ja. Ich fand Rajans Vorgeschichte jetzt aber wirklich am besten. Dass es sich so entwickelt hat. Okay. Oh ja. Wollt ihr noch eine Runde spielen oder möchtet ihr euch heute zurückziehen? Okay. Eine noch. Story nochmal oder normal? Ja. Nochmal Story. Story ist schon geil. Okay. Das ist geil. Ist alles noch in einer Folge? Ich könnte es alles, es wird eine lange Folge, wenn dann ja. Was soll ich jetzt schreiben? Ich habe auch keine Ahnung mehr.
Ja, oh, ist jemand schon fertig? Sorry, ja. Entspannt eure Lage. Ich glaube, es wird witziger, wenn ich es so mache. Eigentlich müssen alle wieder jeden verprügeln, das ist lustig. Weil ich habe jetzt einen richtig schönen Anfang gemacht. Ich habe jetzt einen netten Anfang gemacht. Wir verprügeln uns da einander. Ja, der ist richtig nett. Ja. Also mein Anfang hat Potenzial, kann gut, aber auch schlecht sein. Okay. Oh. Ja, es fängt schon an, es tut mir leid. Ja, das gefällt mir. Diese Runde einfach mal ganz friedlich. Ich verprügel gar keinen. Zumindest nicht, wenn es da dann steht. Also dann sage ich aber das. Also ich habe keinen, hab keinen verprügelt, aber es ist trotzdem nicht gut. Okay. Ja, passt. Perfekt. Okay. Perfekt, einfach perfekt. Einfach wunderschön. Oh nein. Oh, das ist jetzt irgendwie komisch und hart. Das ist der vorletzte Satz, ne? Ihr müsst euch den letzten Satz machen. Oder? Glaube ich, ne? Ist richtig. Ja, scheiß drauf. Ja. Will ich nicht verwirren. So. Ja, vorletzte. Ich bin hier einfach durchgängig gemutet, ey, ne? Ist nicht schlimm. Du musst so viele N's schreiben, habe ich das Gefühl. Ja. Okay, das Komma verwirrt mich extrem. Also bei mir war wirklich alles friedlich. Ich bin so gespannt gleich. Also bei mir war halt wirklich gar nichts friedlich. Gar nichts. Es wundert mich, aber bei mir kam immer irgendwas Friedliches an, so, ne? Ich weiß nicht, was. Oder ich hab's irgendwie wirklich gesehen, ich war so nicht. Mehr kann ich schreiben, irgendwie. Ja. Ende. Ja, so gesehen, ja. Ich lass wieder automatisch. Halt mich auf, falls ich aufhören soll, zu früh zu klicken, weil die reden manchmal noch und deswegen. Tut mir das leid. Los geht's. Ein Drache flog über eine einsame Stadt. Guck mal. Ah ja. Wird eine geile Geschichte, dachte ich mir. Er bewies sich als Beschützer der Stadt. Oh mein Gott, Tommy. Nice. Ja. Mit seiner mega krassen Jungen, durch das Gehen und möchte unbedingt. Junge, der Drache ist richtig heftig, Alter. Aber er mischt sich ein. Wow. Oh, es ist so eine Fortsetzung. Teil 2 folgt noch. Geil. Und da freue ich mich. Ich will gerne mal einen. Das ist ein nicer Cliffhanger. Ja. Aber danke, Domi, der Anfang war sehr schön. Ich danke dir dafür. Ja, gerne. Ich mache alles richtig schön friedlich. Ich mach da mal weiter. Ron und Hannah überfallen eine. Ja, es tut mir leid. Alte Oma, denn sie. Alter. Ja, wollte den Sandmann wieder sehen, weil... Oh nein, oh nein! ...er ihm Juckpulver ins Auge streute. Sie wollte sie wiedersehen, ne? Und deshalb nichts mehr sah und stolperte. Ach so! Oh mein Gott! Ja gut, okay. Ja, also Ratsch und Hannah wollten eine alte Oma überfallen, weil sie den Sandmann wiedersehen wollte, der Sandmann ihr Juckpulver ins Auge streute. Und sie deshalb nichts mehr sehen konnte. Ach so! Naja, es geht auch natürlich um meine Oma. Das ist die Geschichte von meiner Oma gewesen. Ach so. Ja, richtig. Aber ich dachte, jetzt kommt irgendwie mir Raub in der Bank. Der Oma. Ja, Bank überfallen? Nein. Ihr wollt eine alte Oma überfallen. Ganz klar. Ja. Hannah backt für Domi coole Keks. Ja. Boah, krass. Das ist aber ein anderer Domi, ne? Nur so am Rande. Und Ron kommt zu Besuch und bringt. Oh nein, Drogen mit. Bitte keine Drogen, bitte keine Drogen. Null! Ja, es tut mir leid, ich habe keine coole Sache gefunden. Oh!
Und den mega krassen Kampf gewalt. Junge, du mit deinem. Was ist jetzt los mit dir? Hast du Lust, Fortnite zu spielen? Ja, möchtest du gehen? Die neue Season ist heute rausgekommen. Ah, das erklärt einiges. Tod der Maus. Ja, coole Kekse, guck mal. Coole Kekse, Junge, deine coole Kekse werden richtig krass, ne? Also, wenn die rauskommen irgendwann, ne? Oh, wenn die tote Mäuse wieder beleben können. Das erste durch, ich kaufe mir gerade ein ganzes Ballett. Aber auch nur ein ganz ehrlich, habe ich voller Kekse. Ja, ja. Aber Hannah hat die vor allem gebraucht. Welche Warte, Hannas Kekse tun Mäuse wieder beleben, das merke ich mir. Ja. Ist ja mega cool. Funktioniert aber nicht bei Ratten, ne? Na, nur bei Mäusen. Nee. Nur bei Mäusen. Okay. Oh, ist das Ratte cool, ist von Ratte tot? Okay. Ja. Super. Das er von Lumi geschenkt bekommen hatte und okay. Ja. Die Galaxis reisen will. Okay. Oh, ja, das ist geil. Um der Allerbeste zu sein. Komm schon. Gewann er die nächste Staffel. Schade. Ich find's schön. Meine Geschichte ist das Einzige, was, glaube ich, cool geblieben ist. Ja, ja, keiner verprügelt euch jemanden. Wir gehen, also Geister nicht, gehen einfach im Auto, das ist ihm geschenkt, aber ich dir lasse es. Weil wir Dragon Slayer rangehen. Diese Geschichte gibt mir überhaupt gar keinen Sinn. Junge. Ich stehe einfach nur bei dem Auto, das ich von dir geschenkt bekommen habe, ja. Und dann wollen wir durch die Galaxis reisen. Mit dem Auto, ja. Weil wir die Besten sein möchten? In Dragon Slayer. Also, das ist unser Training dann in Staffel 2. Ja, genau. Ah, okay. Ja. Jetzt sind wir dann in Team auf jeden Fall und dann müssen wir kurz mal in die Galaxis reisen, damit wir gewinnen werden. Ja, okay. Wenn es so einfach ist, klar, kein Ding. Aber mit dem Auto, was Dominik geschenkt hat. Ja, klar. Guck mal, perfekte Vorlage. Hey, im letzten Album vom Domi jetzt hat, wurde irgendwie von OBS nicht mehr unsere Stimmen aufgenommen. Fragt mich nicht, warum. Fragt mich nicht, wie das gehen kann. Ich habe keine Ahnung. Anscheinend habe ich irgendwie kurz 50 Tasten gedrückt und habe dann irgendwie uns alle gemutet. Dementsprechend fehlt jetzt die Audio am Ende. Ich werde euch jetzt kurz noch die Geschichte fertig zeigen. Und dann ist das Video zu Ende. Danke fürs Anschauen. Tut mir jetzt leid wegen dem Ende jetzt hier, aber Fehler passieren. Uns hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal und verzeiht mir. Auf bald. Und vergraben ran. Damit es nicht auffällt, hat Hannah darauf Blumen gepflanzt, dass die Polizei nichts findet.